Jean-Marie Borne, sind Sie erst einmal zufrieden mit Ihrem Resultat? Ja, ich bin schon zufrieden. Das heisst, dass im Unterwallis war ich gut gewählt. Ich habe und ich werde normalerweise mehr als 15'000 Stimmen bekommen. Aber ja, es fehlt ein bisschen Hilfe aus Oberwallis. Leider, ja, das ist klar, wir haben noch keine Sektion von Bürgervereinigung Wallis im Oberwallis, das kommt schon. Aber 15'000, das ist ein super Resultat. Das heißt, dass vor 2 Monaten wir waren nicht auf die Welt von der Politik. Aber leider im Oberwallis, ich habe gemeint, ja, ich kann schon ein bisschen Deutsch reden, ich habe Interesse für die Oberwalliser. Aber die haben vielleicht mehr gewählt Leute, die vielleicht, ich hoffe, die haben auch Interesse für Oberwallis. Aber wenn ich sehe, dass es gibt viele Stimmen für einige Unterwalliser, die reden weniger Deutsch, die ich habe euch für die Oberwalliser gekämpft, wegen der A9, wegen die Chemie, Simplon und so weiter. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht bekomme ich eine beste Unterstützung. Die ist nicht so gekommen. Das ist klar, wenn ich 50 Stimmen bekomme in einer Gemeinde aus Oberwallis und die anderen haben schon 1'000. Also das ist nicht das Gleichgewicht. Aber das ist gleich. Wir werden euch Richtung Embrüf das bauen mit der Bürgervereinigung Wallis. Und das ist kein Problem. Aber jetzt, nach 2-3 Monaten, 15'000 Stimmen, ist das ein Erfolg, das ist super. Und wir werden weiterlaufen, euch mit den Oberwalliser. Und ich weiß nicht, wenn wir werden im zweiten Rund da sein, das muss man noch entscheiden. Ich kann bemerken, dass wir sind 4'000 Stimmen hinter 4-3 Personen, also das ist nicht ein großer Unterschied. Und ja, was macht die SP, Sozialpartei, wenn die möchten mit 2 Kandidaten laufen, muss man euch uns fragen, was wir machen. Also wir sind noch in die Gruppe, wir sind nicht ganz hinter und 15'000 Stimmen, sage ich nochmals, das ist ein Erfolg. Ich bin zufrieden. Und euch stolz dann voll? Ja, ja klar. Aber jetzt... wenn wir an den zweiten Rund gehen, das wäre gut, dass die Oberwalliser können euch einen Unterwalliser unterstützen, einen Unterwalliser, der will für den Oberwallis schaffen. Und das hat gefehlt am ersten Rund. Also wenn ich gehe, mache ich einfach diesen Anruf, dass ich euch für uns und für mich wählen und wir können zusammen schaffen. Wie wollt ihr das konkret machen, mehr ins Oberwallis kommen zum Beispiel? Ja, ich bin schon da oben gewesen, während Fastnacht in Glis und ich habe euch viele Kontakte. Ich war gestern in Mörel bei die Termine von die Jäger. Ich bin euch Jäger. Ja, wenn ich gehe am zweiten Rund, ich glaube am meisten muss ich oben gehen, aber das ist so rasch. Es gibt nicht so viel Zeit. Aber das ist klar, wenn ich will am zweiten Rund gehen, muss ich viel, viel mehr im Oberwallis gehen, um mit den Oberwalliserinnen und Oberwallisern zusammen zu reden. Die C-Parteien haben ein super Resultat gemacht. Sagen Sie jetzt, hätte ich es vielleicht auch mit Ihnen probiert und nicht vielleicht die Bürgervereinigung Wallis gegründet? Oder war das Ihrer Meinung nach immer noch ein guter Schritt? Nein, also die CVP hat mich gefragt vor 8 Jahren, wenn ich wollte Kandidat sein im Nationalrat oder nicht. Und ich habe gesagt, nein, im Moment nicht. Ich könnte schon in dieser Zeit sehen, dass es hatte Probleme in dieser Partei, dass das war mehr reaktive Situation und Maßnahmen und so weiter. Also für mich, das könnte nicht so sein. Also ich will etwas anderes, mit Transparenz auf die Themen zu schaffen und nicht einfach zu wissen, ja, welche Familie und so weiter. Also für mich gibt es keinen Unterschied. Ich arbeite auf die Bürgervereinigung Wallis seit 2 Jahren. Wir sind da seit 3 Monaten. Wir haben 15'000 Stimmen, ich und 4 Listen am Grossrat. Wir werden noch weiterbauen, aber das ist euch Oberwallis oder die Chablais, die müssen euch schaffen mit den Leuten, die möchten mit zum Beispiel die Oberwalliser zusammen schaffen. Will heißen, konkret gesagt, jetzt einfach weiterkämpfen? Ja, weiterkämpfen. Also, weiß nicht für die zweite Runde, das muss man
denken. Aber danach, wir haben, das ist ein Erfolg, sage ich nochmals. Und das heißt, dass jetzt gibt auf die Politik, um welche Seite die Rassemblement Citoyen Valais, und wir werden jetzt die Bürgervereinigung Wallis euch bauen, weil die Antwort ist klar, wir haben einen Platz in der Politik in Wallis. Und das ist der Erfolg von Mitte. Merci vielmals und weiterhin viel Erfolg. Merci. Merci vielmals, schönen Abend.